Nimm dir einen Moment Zeit, eine gute und bequeme Haltung im Sitzen zu finden. Lege deine Hände auf den Beinen ab. Lass dabei die Ellbogen locker unter den Schultern und deine Wirbelsäule aufgerichtet. Schließe deine Augen. Entspanne dich in deinen Körper hinein. Nimm dazu ein paar tiefere Atemzüge und lass ausatmend alle Spannungen im Körper los. Alles, was du loslassen kannst. Entspanne dein Gesicht, die Stirn, lass die Lider ganz schwer werden. Entspanne die Wangen, Mund und Kiefer, die Kopfhaut, den Kopf von innen. Lass die Schultern sinken. Lass das Gewicht des ganzen Körpers in den Boden sinken. Dabei entspannt dein Rücken noch etwas mehr, die Bauchdecke. Lass die Beine sinken. Entspanne die Füße. Nimm deine gesamte rechte Körperseite wahr. Lass sie so entspannt wie möglich. Nimm deine gesamte linke Körperseite wahr. Und lass sie so entspannt wie möglich. Nimm den gesamten Körper wahr. Und lass ihn in einen immer tieferen Zustand der Entspannung sinken. Sinke immer mehr in deinen Körper hinein. Sinke nach innen. Von hier nimmst du auch deinen Atem wahr. Körper und Atem. Nimm deinen Atem in der Nase wahr. Lass ihn ganz frei durch die Nase ein- und ausströmen. Stelle dir jetzt vor, dass dein Atem durch das linke Nasenloch einströmt und aus dem rechten Nasenloch wieder herausströmt. Dann fließt er rechts wieder ein und links wieder aus. Links ein, rechts aus, rechts ein. Links aus. Das geschieht nur in deiner Vorstellung und in deinem eigenen Tempo. Bleibe dabei so entspannt wie möglich. Lass den Atem frei fließen. Und begleite ihn im Wechsel durch die beiden Seiten.
Nach einiger Zeit fühlt es sich vielleicht wirklich so an, als würde der Atem nur jeweils durch die eine Seite fließen, die du wahrnimmst. Wenn du jetzt das nächste Mal durch das linke Nasenloch ausatmest, dehnst du deine Wahrnehmung auf den gesamten Körper aus. Stelle dir jetzt vor, du atmest entlang der ganzen linken Körperseite ein, vom Boden, durch die Fußsohle oder das Bein aufwärts, über die linke Seite bis zum Scheitel. Und du atmest entlang der ganzen rechten Körperseite aus, vom Scheitel wieder abwärts, entlang der Seite, bis der Atem wieder in den Boden hinein abfließt. Dann atmest du rechts wieder ein entlang der ganzen Seite und links wieder aus. Links ein, rechts aus. Rechts ein, links aus. Bleibe in deinem Tempo und ganz entspannt, ohne Anstrengung. Lass den Atem mühelos fließen und begleite ihn mit deiner Wahrnehmung im Wechsel entlang der beiden Seiten. Vielleicht wird der Atem jetzt etwas tiefer und länger durch den verlängerten Weg. Und wenn du das nächste Mal durch links ausgeatmet hast, beendest du. Und nimmst den Atem im gesamten Körper wahr. Einatmend fließt er aufwärts durch den gesamten Körper und ausatmend fließt er abwärts. Durch beide Seiten gleichermaßen. Nimm jetzt die Mitte zwischen den Seiten wahr. Sinke in diese Mitte hinein. Löse dich von rechts und von links. Löse dich auch vom Atem. Geh dahin mit deiner Wahrnehmung, wo du weder ein- noch ausatmest, wo weder positiv noch negativ ist, wo du gar nichts mehr machst oder denkst, wo du nur noch wahrnimmst.
einfach bist. Genieße die Ruhe und die Stille, die entstanden sind. Vielleicht ein Gefühl des Ganzseins, des Ankommens. Nichts mehr verändern zu müssen. Spüre die Kraft der Energie, wenn Yin und Yang harmonisiert sind, wenn sie in Balance sind. Lass diese Energie frei und ungehindert fließen und lass dich von ihr tragen in deinen Tag oder den Rest deines Tages. Und ganz langsam kommst du zurück zum Atem, nimmst Ein- und Ausatmung wieder wahr. Nimmst die rechte und die linke Körperhälfte wieder wahr. Den ganzen Körper. Deinen Platz. Den Boden unter dir. Vertiefe deinen Atem ein wenig. Und bring die Wahrnehmung wieder mehr nach außen. Und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen wieder.